Tanzzeit Düsseldorf präsentiert. Einfach Tanzen Podcast. Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur. Heute mit Tanzinterview. Magst du mir ein bisschen was über Body Talk, Tanzstudio Body Talk erzählen, weil gerade dieses Jahr seid ihr ja auch sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen mit den Tanzgruppen. Das stimmt. Wir sind also, wie ist das zustande gekommen? Ich habe nachdem ich meinen staatlichen Abschluss dann in der Tasche hatte, bin ich erstmal in andere Schulen gegangen, mit denen ich auch heute immer noch Kontakt habe. Das war eine super Zeit und da bin ich auch echt schweren Herzens, habe ich da meine Kurse abgegeben. Habe meine Erfahrungen gesammelt und habe gesagt, so, das ist alles schön und gut und so, aber ich möchte gerne das noch machen. Man hat dann auf einmal so Bilder im Kopf und hat so seinen eigenen Plan halt. Und mein Vater hat immer schon unterrichtet und tut es auch noch. Und dann habe ich mich einfach so nach 2 Jahren überall arbeiten und auch Castings und Projekten und ich habe auch in der Oper getanzt oder im Theater und meine Erfahrungen gesammelt und habe ich dann gesagt, so, möchtest du jetzt eine Tänzerin von vielen sein in Reihe was ich was, die 140. Tänzerin, oder möchtest du jetzt was Eigenes machen? Du kannst in einer Großstadt eine Tanzschule aufmachen und bist eine von 100 oder du bleibst jetzt bei dir in Celle in unserem 70.000 in unserer 70.000 Einwohnerstadt hier und mach was Eigenes. Und dann habe ich mich mit Papa und Mama zusammengesetzt, die beide auch noch sehr jung sind. Die sind jetzt Mama, also etwas über 50 und also sehr junge Eltern. Dann habe ich einfach gesagt, wie sieht es aus? Papa, hast du nicht Lust? Und ja, dann war das eigentlich ziemlich schnell beschlossen und dann haben wir uns ans Werk gemacht und die ganze Familie ist involviert. Wir sind ein Familienbetrieb. Mama kümmert sich um die anderen Mamas und die Verträge, Kostüme und das Management so von Auftritten etc. Mein Vater unterrichtet die Wettkampfklassen, macht Coachings, ist mit mir auch oft zusammen gebucht. Das ist ganz witzig, weil wir auch in unserer Zeit ein paar Fort- und Weiterbildungen gemeinsam gemacht haben. Das ist auch sehr amüsant, weil das ist natürlich eine Konstellation Vater und Tochter. Mhm. Da kommt nicht jeder drauf und da haben wir, glaube ich, schon den einen oder anderen zum Schmunzeln gebracht. Und und meine Geschwister sind, wenn ich das mal kurz zusammenfasse, wir 5 Mädchen sind alle deutsche Meister in unserer jeweiligen Alterskategorie. Hammer, beeindruckend. Und jeder von uns kann halt selbstständig unterrichten, weil das wurde natürlich immer weitergegeben. Und auch meine jetzige jüngste Schwester, die Ashley, die ist auch gerade mal 15 Jahre alt. Sie ist auch eine von denen, die gerade Weltmeisterin geworden ist in dem Alter. Das ist echt unglaublich. Hat jetzt schon seit 1,5 Jahren etwa, leitet sie auch ihre eigenen Kurse und zwar nicht nur bei uns in der Tanzschule. Da hat sie noch nicht mal angefangen. Sie hat erst in einem anderen Verein bei uns in der Stadt unterrichtet und hat dann danach gesagt, so, jetzt fühlt sie sich etwas sicherer, jetzt traut sie sich auch bei uns zu unterrichten. Ist ganz süß. Und hat ihre eigene Gruppe und also Gruppen und macht da ihr Ding und sind auch alle ganz stolz drauf, dass sie das auch machen möchte. Also überhaupt, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass alle überhaupt so ein Interesse dafür haben. Ne? Definitiv. Also ich glaube, damit dürftest du mit deiner Familie und wie diese Kombination einmalig in Deutschland sein. Ja, denn sind wie die Kelly Family des Tanzes. Aber nicht so eingestaubt und also es gibt ja, ist ja nicht selten, ne, dass Paare oder so eine Tanzschule zusammen leiten oder so, aber dass die ganze Familie auf diesem Niveau auch zusammen tanzt und Tanzschule hat und Kurse macht, also das ist auf jeden Fall einmalig. Das ist ja auch ein Grund, warum ich gedacht habe, die muss ich unbedingt ganz, ganz viel ausfragen.
Du hast ja gesagt, du bist auch deinen alten Schulen treu geblieben. Das heißt, die Kombination, die du jetzt gerade machst, du bist mit Kursen an der Tanzschule und du bist aber auch noch in deinen anderen Schulen unterwegs. Also ich unterrichte in Hannover und in Mellendorf noch zurzeit und pendel sozusagen. Also wenn die meiste Zeit bin ich halt am Tanzen oder im Zug an den Bahnhöfen in Deutschland, genau. Und ja, ich gebe natürlich auch jede Menge Workshops und leite auch viele Projekte. Ich freue mich immer, wenn ich Projekte mit meinem Vater zusammen habe, weil wir sind halt echt ein Team, wir verstehen uns ohne Worte und das auch immer so mit Distanz dazwischen. Das ist einfach großartig. Wir hatten zum Beispiel vor 2 Jahren das Projekt Fashion und Dance mit 400 Models, die wir dann angeleitet und teilweise auch choreografiert haben. Und auch das werden wir dieses Jahr wieder machen. Das freue ich mich auch schon drauf, auch wieder in Hannover. In den Herrenhäuser Gärten. Und ja, und ansonsten bin ich auch an den Universitäten, zum Beispiel auch an der Leibniz-Universität für Sportwissenschaften Hannover, an der Leuphana-Universität oder auch Universität Hildesheim tätig, wo ich dann Lehrern zeige, wie sie im Unterricht mit ihren Schülern tanzen können. Ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Es wird viel zu wenig in den Schulen getanzt. Müsste eigentlich meines Erachtens ein richtiges Fach sein. Sport hin oder her, aber das Tanzen kommt viel, viel zu kurz. Vielleicht noch an Waldorfschulen oder so, aber ja, also ganz, ganz beeindruckend. Ich kann dir echt die ganze Zeit zuhören und denke so, wow. Sehr, sehr beeindruckend. Erzähl noch mal, welche Titel ihr dieses Jahr geholt habt von der Tanzschule oder mit den Gruppen. Also wir haben jetzt in den letzten 5 Jahren etwas über 60 Titel ertanzt. Wir haben in den letzten 2 Jahre waren wir Vize-Weltmeister zweimal und dieses Jahr haben wir es dann geschafft, endlich den Weltmeisterpokal nach Celle zu bringen. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, danke schön. Das ist eine wahnsinnige Leistung. Für alle, die sich das nicht vorstellen können, Weltmeister in einem Tanz zu werden. In der heutigen Zeit ist das noch viel, viel, viel mehr leistungsorientierter, als das vielleicht früher war, weil einfach der Tanz sich so schnell wandelt, die Ansprüche so schnell werden, so schnell steigern, vor allen Dingen auch das Sehverhalten, ne, was sich ja auch ändert, was vielleicht auch durch den Fernseher geprägt ist. Da muss also eine Gruppe viel, viel mehr leisten, als das noch vor einigen Jahren noch war. Ja, es ist alles sehr schnelllebig und die Kinder haben natürlich aufgrund der Möglichkeiten heute auch mit Internet und auch überhaupt das Reisen zu anderen Orten zu gehen, Workshops bei anderen oder Unterricht bei anderen Lehrern zu nehmen, gibt ganz andere Grundvoraussetzungen halt, ne? Wenn man mal überlegt, wie die Leute früher angefangen haben, die gerade im urbanen Bereich einfach auf der Straße getanzt haben, mit einem kleinen Stück Linoleum da irgendwie. Oder wenn sie denn überhaupt welches hatten. Und heute gibt es ja wirklich Tanzwissenschaft auch, ne? Und es gibt Physiotherapie, Osteopathie, alles, um seine ja, das Maximum aus einem Körper einfach rauszuholen. Das ist heute nicht, ja, ganz anders. Das ist so ähnlich wie beim Fußball vergleichsweise. Der hat sich ja auch weiterentwickelt. Ja, also auf jeden Fall. Die Spiele von früher kann man alle nicht mehr gucken. Neben deiner unfassbaren Vielseitigkeit, ich fasse es jetzt nochmal zusammen, deiner Leitung der Tanzschule, deinem Reisen, deinen Projekten, deinen Medienauftritten, bist du zusätzlich noch zweite Vorsitzende vom Bundesverband für Tanzpädagogik. Und wer den noch nicht kennt, liebe Zuhörer, da möchte ich jetzt gerne Nadine noch ein bisschen was erzählen lassen, weil ich es so wichtig finde, dass wir Tanzpädagogen auch einen Verband haben, der ja unsere Interessen vertritt, aber auch uns viele, viele Möglichkeiten bietet, uns weiterzubilden. Nadine, erstens, wie bist du auch noch zu dieser Tätigkeit gekommen, zu diesem Engagement? Und zweitens, erzähl mal ein bisschen was darüber unseren Zuhörern über diesen Bundesverband, weil der ist nämlich mega, mega toll. Ja, der Berufsverband für Tanzpädagogik ist auf mich aufmerksam geworden durch die sozialen Netzwerke, witzigerweise. Ah.
Und zwar habe ich, wie du sicher weißt, eine Seite auf Facebook, die Tänzer, Coaches, Choreografen heißt. Genau. In der bin ich ja auch schon Und Ewigkeiten. ja, die habe ich vor ein paar Jahren gegründet und inzwischen hat die über 11.000 Mitglieder. Das ist einfach aus einem Abend, da habe ich gedacht, was du dir auch schon gedacht hast, Ja. es gibt so viele Tänzer und so viele Leute fragen dann immer, ach, ich ziehe um, wo kann ich jetzt weiter tanzen gehen? Was ist denn, wo finde ich eine gute Schule oder wo finde ich eine Schule für einen bestimmten Stil? Und immer wieder tauchen diese Fragen auf und ich hatte das ganz oft. Je mehr man natürlich auch sich einen Namen gemacht hat oder seinen Bekanntheitsgrad und auch durch das Reisen viele Menschen kennengelernt hat, wird man immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Und deswegen habe ich gedacht, ich gründe diese Gruppe, damit die Leute sich einfach viel besser vernetzen können. Und ich freue mich immer über die Geschichten, wenn mir Tänzer oder Tanzpädagogen, Tanzfreunde erzählen, ach, dank dieser Seite habe ich meinen Tanzpartner kennengelernt oder Tänzer für mein Projekt gefunden, etc. Und es hatte also wirklich ganz gut gefruchtet. Und darüber hat mich dann halt auch der Berufsverband gefunden, weil dieser Verband, den gibt es schon eigentlich seit 1975. Der muss halt auch mit der Zeit gehen und da wollten sie, glaube ich, einfach ein bisschen frischen Wind in den Verband bringen und haben mich dann haben sich dann mit mir in Verbindung gesetzt. So ist das zustande gekommen. Ich bin da jetzt seit etwa einem Jahr aktiv und habe bin für die Seite also die Facebook-Seite vom Berufsverband unter anderem zuständig und ja, helfe natürlich auch zu Dingen zum Thema auch urbaner Tanz, weil auch der ist theaterfähig heutzutage. Definitiv. Oh ja. Ja, genau. Und das ist halt alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Es ist so viele Leute gucken sich, wie gesagt, immer irgendwelche Videos auf YouTube an von, sag ich jetzt mal, die 12. Kopie von. Dabei gibt es die Originalen, die sind ja in den 80ern aktiv ge Ja. gewesen oder haben in den 70ern angefangen. Die sind ja, ich sag, die leben ja alle noch, die Originalen. Und man muss halt gucken, wo kann ich denn überhaupt suchen? Also ich versuche auch damit irgendwie, dass die Leute so ein bisschen so eine Orientierung kriegen. Es gibt so viele tolle Künstler, auch deutsche Künstler, die sehr bekannt sind und sich so sehr einsetzen in der Szene. Aber viele wissen einfach nicht, woran sie sich orientieren sollen. Das Problem haben wir ja heute auch mit den Tanzschulen. Ja. Und das finde ich so toll am Berufsverband. Der Berufsverband na, fördert halt die Tanzpädagogen im künstlerischen Tanz und bietet uns auch halt die Möglichkeit, uns fort- und weiterzubilden durch verschiedene Programme. Das fängt ja beim, wie wird ein Spitzenschuh gemacht, wie wähle ich den richtigen Schuh aus für meinen Schüler, bis hin zu, wie kann ich möglichst gesundheitsfördernden Unterricht machen, also nicht mehr so ganz wie früher, dass man sagt, möglichst weit die Beine Oh ja. ausdehnen und was weiß ich nicht, sondern dass man halt die Stärken auch und auch die Vorausbildung einfach verbessert, um halt weiter für professionellen Tanznachwuchs sozusagen zu sorgen. Weil das möchten wir ja weiterhin dass es erhalten bleibt. Es gibt so viele Tanztalente in den Schulen, das weißt du sicherlich auch. Ja. Es ist immer eine kleine Prozentzahl, aber es wäre doch toll, wenn man die auf so ein qualifiziertes Niveau einfach bringen kann, dass die halt auch vielleicht die Chance ergreifen, ihren Traum, so wie wir auch, zum Beruf zu machen. Ja, das ist ein sehr wunderbares Ziel und der Bundesverband ist da, glaube ich, auch jetzt mehr denn je auf einem guten Weg, so wie ich das beobachte. Auch meine Beitrittserklärung ist so gut wie ausgefüllt, denn mit der eigenen Tanzschule wird es ja auch immer relevanter, sich weiter zu vernetzen, hochwertig zu vernetzen, also auch das richtige Netzwerk zu haben. Sag mal, in welchen Orten ist der Bundesverband denn tätig? Also gibt es da einen Ort, gibt es da mehrere Orte? Wie ist das organisiert? Also der Berufsverband gegründet wurde ja damals in Essen. Wir sind jetzt aber, wir ziehen gerade um
nach Dortmund. Oh, noch näher an mich ran. Ja, weil wir dort halt mehrere Möglichkeiten haben, also uns auch also ans Theater anzubinden und auch an diverse Institutionen. Ist einfach alles ein bisschen leichter vor Ort. Aber von der Organisation her, ich sag mal, der ganze Vorstand, wir kommen aus allen Ecken von Deutschland, wir treffen uns regelmäßig immer zusammen in Dortmund, um uns dann immer zu besprechen. Und haben auch regelmäßigen E-Mail-Verkehr und über, ja, so ist das Team eigentlich aufgebaut. Jeder hat seine Sparte, um die er sich kümmert. Und ja, von dort aus wird es bundesweit, sage ich jetzt mal, organisiert. Also. Also es gibt auch nicht nur in Dortmund die Möglichkeiten für die Weiterbildung und Fortbildungen, sondern es gibt verschiedene Stellen. Genau, also bis München sind wir jetzt schon. Oh, schön. Ja, das ist ja schon ziemlich weit. Ja. Seid ihr auch im Osten? Wir haben, du kannst, wenn du auf, wir bringen jedes Jahr ein Buch heraus, wo unsere Seminare aufgeführt sind und dort kannst du dann immer finden, wo die nächsten Kurse angeboten werden. Also es ist ja auch gar nicht so schwer, im Berufsverband Mitglied zu werden. Man hat einen Mitgliedsantrag, den man, glaube ich, stellt. Dann gibt es eine Aufnahmegebühr und dann gibt es eine Jahresgebühr. Und es gibt ja nicht nur die Möglichkeiten von diesen super Veranstaltungen, die es auch für die Mitglieder vergünstigt gibt, soweit ich das jetzt gelesen habe, sondern es gibt auch andere Vorteile wie Thema GEMA und so weiter, ja. Dass es immer sinnvoll ist, da sich rundum zu schauen. Wo würdest du sagen, ist, um vielleicht jetzt langsam so zum Abschluss zu kommen, wo siehst du einen Unterschied zwischen einem Tanzpädagogen und auch vielleicht dem Berufsverband Tanzpädagogik zu dieser ganzen Verbindung von Tanzlehrern? Da gibt es ja den Deutschen Tanzlehrerverband. Wo würdest du sagen, ist da der Unterschied? Ich würde erstmal sagen, also das ist eine Frage, der wir uns auch immer wieder widmen und immer wieder auch an der Definition arbeiten. Mhm. Deswegen ist es so ganz einfach, sage ich jetzt mal, kann man das gar nicht auf den Punkt bringen. Mhm. Aber es ist so, dass ein Tanzpädagoge einfach ein bisschen, also in der Ausbildung sehe ich, ist einfach ein Unterschied. Das fängt da schon erstmal bei der Dauer an. Jeder weiß, wenn zum Beispiel ein Balletttänzer, der studiert 8 Jahre, ja. bevor er auf die Bühne geht. Und dann vielleicht noch dann Tanzpädagogik hinten dranhängt. Natürlich gibt es auch Leute, die kommen aus ganz anderen Tanzbereichen und machen Tanzpädagogik, Studium oder Ausbildung. Es ist einfach, da werden viel mehr Wert drauf gelegt, zum Beispiel auch auf die Anatomie, auf die Psychologie, auf Methodik, Didaktik. Das ist bei einem, ich glaube, bei einem Tanzlehrer eines anderen Verbands ist die Ausbildung etwas anders, vielleicht auch etwas breiter gefächert, weil sie ja auch meistens noch den Bereich Standardtanz und das ja Standardtanzsport mit einschließt. Als Tanzpädagoge geht man ja eher darauf, auch wirklich künstlerisch was auszudrücken, also wirklich auch Geschichten zu erzählen, nicht einfach Schritte unbedingt aneinander zu reihen, sondern wirklich was zu vermitteln, also nicht nur. Also auch eine Emotion. Ich würde auch sagen, dass... Also, du verstehst, es ist schwierig, so in Worte zu fassen, richtig. Also das, was ich am Anfang meinte. Genau, aber ich denke auch, dass der Unterschied in den Schwerpunkten der Ausbildung liegt und dass der Tanzpädagoge vielleicht auch erstmal im Vordergrund den Menschen sieht und nicht vorrangig, das muss der alles am Ende können. Würdest du dem zustimmen, oder... Ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall eine tiefer gründigere Ausbildung ist, auf jeden Fall. Also auch was den Mensch betrifft, ja. Ich glaube, in der Pädagogik ist es auch einfach so, man arbeitet wirklich auch mal mit dem, was der Mensch schon mitbringt. Ne? Ja. Und also dass man... Man arbeitet zum Beispiel vielleicht auch mal ein Solo oder sowas. Das ist ja in einer sag ich jetzt mal, in einer durchschnittlichen Tanzschule nicht unbedingt
gehört das nicht unbedingt zum Alltagsprogramm dazu. Ja. Wir zum Beispiel haben auch ganz viele Schüler, wenn man das erkennt, und da machen wir auch dann auch eine Talentförderung, wenn die dann, was ich, 5 oder 6 sind und man merkt schon, ah, das Mädchen oder der Junge, der hat schon ein paar Fähigkeiten, das fällt einem einfach auf. Als Pädagoge siehst du halt den Menschen, du siehst halt auch, was da schon drin steckt. Du nimmst dir das so und kannst, die Kinder sind wie ein Schwamm, die wollen dann auch Informationen haben, die sind auch extrovertiert und die wollen weiterkommen. Und wenn man da so seine Finger reinkriegt und die Möglichkeit hat, das Talent auch zu fördern, das können viele normale ADTV-Schulen oder DDTV oder auch Vereine gar nicht unbedingt immer leisten, sich dann nochmal auf die individuelle Person dann zu konzentrieren. Und als Pädagoge kann man das halt machen. Ich kann den immer rausnehmen, ich kann eine Extrastunde machen und auch in Solo arbeiten. Und das Kind kann im Theater dann rein Solo tanzen. Ach Mensch, das ist so spannend alles. Ja, aber das sind auch Fragen, mit denen ich mich ja auch beschäftige. Ja. Und wo man dann auch selber sich positioniert sieht oder überlegt, wo bin ich am besten aufgehoben? Jetzt haben wir quasi auch ja, unsere Zuhörer, die Tanzlehrer, die Tanzpädagogen angesprochen, machen wir ein paar mehr Infos. Da ist man natürlich auch immer sehr gefragt, zu prüfen für sich, was da das Beste ist. Aber ich habe mich auch schon entschieden. Von da gesehen, ja, brauchst du ein paar Informationen mehr. Und es ist jetzt natürlich toll, dass wir ein vorsitzendes Mitglied vom Berufsverband jetzt auch hören konnten. Liebe Nadine, unsere Zeit ist jetzt leider um vom Interview. Es gibt garantiert, ich bin mir sicher, dass du nochmal bei uns im Podcast ja, sehr bist. Gerne. Irgendwann nochmal eine Fortführung von diesen ganzen vielen, vielen Themen, die du ja auch zu bieten hast. Für heute muss das erstmal reichen, damit die Zuhörer das erstmal so ein bisschen sacken lassen können. Und dann stehen auch noch andere wunderbare Interviews an. Und ich danke dir ganz, ganz sehr. Es ist viel spannender geworden, als ich schon am Anfang so gedacht habe, dass es wird, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns über diese ganzen Sachen gesprochen hast. Ja, sehr gerne. Ich habe mich darüber gefreut und freue mich natürlich auch, wieder von dir zu hören und auch vielleicht auf das Feedback der Zuschauer. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Denn ich lasse mir da auch, muss man ja sagen, genau, Zuhörer, ich lasse mir auch gar nicht viel Zeit, das Ganze zu schneiden und dann online zu stellen. Und ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, fürs Einschalten dieser spannenden Folge. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist beim Einfach-Tanzen-Podcast. Denk immer dran, tanzen kann jeder und du musst einfach nur damit anfangen. Bis bald!